Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed 2.15. So, wir sind jetzt hier direkt vor Amys Wohnwagen. Amys Wohnwagen? Nee, Robins Wohnwagen war das, glaube ich, ne? Robin, ja. Haben wir ziemlich lange nicht mehr gemacht, Quests für Robin. So, die Karre klingt wieder geil. Ich weiß nicht, ob es ein Bug vom Spiel war oder von der Aufnahme. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Aber sie ist wieder normal. Sie schnurrt wieder. Alla! Was war das denn für Bordstein? Was ist das für Kante? Wir fahren alle tief. Alle fahren hier tief. Das kannst du nicht bringen. Robin, mach das weg. Reiß raus den Stein. Das geht nicht. Oh, das arme Auto. Oh, hey. Ich dachte schon, mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Wo ist meine verdammte Pepperoni-Pizza? Mein Magen isst sich schon selbst. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Du musst ein paar Leute in der Stadt kennenlernen. Sie nennen sich Risky Devil. Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so. Hauptsache, sie kurven um den Block. Siehst du das? Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Kannst du kurz mal hier aushelfen? Das ist zu viel für mich. Oh, sollen wir Händchen halten? Dieser Kerl. Also ich bleibe hier. Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab auf den Drift Train. Bis dann. Geile Karre, Robin. Geile Karre. Oh, nee, ernsthaft mal. Ein Haufen Typen. Mit einem geilen Girl. Alleine. In einem Wohnwagen. Am Hafen, wo keine Sau ist. Hab da nur ich gerade Kopfkino oder geht's euch genauso? Nee, ernsthaft mal. Robin, hast du keine Schiss? Oder sie ist drauf scharf. Kann natürlich auch sein. Ah, oh, Donut. Okay. Donut nehmen wir doch gerne mit. Und Robin, lass mir mal mit ihren ominösen Spielchen allein. Sollen sie doch machen, Robin. Ich hab da nichts gegen. So. Mach an. Zieh mal rum die Kästen. Easy. Nice. So, was ist denn in der Nee. Was haben wir denn schon? Den haben wir doch gemacht, oder? Ja, haben wir. Engelspeitschen. Engelsbeitschen. Geil. Okay. So, hier haben wir Drift. Drift ist die Karre nicht ganz so geil. Habe ich gemerkt. Machen wir denn noch was? Wir können mal runter zu Spike fahren. Könnten wir rein theoretisch, ne? The Longhorn. Achso, wir sind im Longhorn. Okay, trifft Spike im Longhorn. Ich würde trotzdem auch gerne mal zu Amy. Ich will zu Amy. Okay. Was? Besiege 241 km/h. Das ist doch easy, oder? Wie weit ist denn das? Ist das ein weiter Weg? Ja, komm, das können wir fahren. Wir fahren doch sowieso so wenige letzte Zeit. Nein. Nein, hierhin zu Amy will ich. So, holen wir die Route und dann passt das schon. Nein, ich will nicht teleportieren. Nein, ich will die Karre fahren. So. Und der Grund, warum ich jetzt nicht zum Menü fahre, ist, dass die Karre hier drifttechnisch einfach nur grottig ist. Das ist eine Grip-Karre, das ist eine Racing-Karre. Und hat nichts mit Drift gemeint. Wir werden uns auf jeden Fall auch eine Drift-Karre gönnen. Vielleicht jetzt eine Evolution. Vielleicht wird es ein Lancer Evolution. Da hätte ich Bock, den auf Drift zu tun. Dafür brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Mal gucken. Ja, Robin, bitte? Hi, hier ist Robin. Hey, Robin. Komm schon. Fahrt ohne mich, Cookie. Cookie? Tut mir leid. Jedenfalls dachte ich, wir könnten uns treffen. Ein paar Synchrondrifts fahren. Ich hoffe, wir sehen uns, ja? Bye. Oh, ja, Robin, wir können uns treffen, vor Synchrondrift fahren. Ja! ist die Artspiel absichtlich so gemacht, oder was ist da? Ich habe übrigens die gezogene Need for Speed drauf gemacht, auf die Hinterreifen. Und auch Driftreifen drauf gezogen. Also wir sollten jetzt deutlich besser um die Kurven kommen, sieht man. Das geht eigentlich zu driften. Wisst ihr was? Ich versuche das Rennen jetzt einfach mal. Ich fahr nochmal hoch zum Menü. Drehen wir halt um. Ich teste das jetzt. Da können wir mit der Karre auch hin. Dann ist es eine richtig Allrounder-Karre. Ich bin gespannt. Also egal, wir sind die Strecke hier noch gar nicht gefahren. Können wir ein bisschen Straßen sammeln. Das ist doch auch ganz schön, oder? Kann ich irgendwie rechts rüber? Nee, ne? Ich will auf die richtige Straßenbahnseite. Und dann wieder die Cops um die Ecke. Mögen mich nicht.
Ich glaube, ich mag mich doch jetzt schon nicht. Ich weiß doch gar nicht, was habe ich denn getan? 300 Sachen durch die Innenstadt ist doch nicht verkehrt, oder darf man das nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich hoffe auch, dass die Polizeiverfolgung ein bisschen anspruchsvoller werden, weil im Moment kann man den ganz gut davonheizen. Ich weiß, wir sind maximal bis jetzt auf 2 Flammen gefahren, also auf 2 Fahndungsstufen. Und da sind noch 3 Fahndungsstufen nach oben offen, oder waren es 6? Waren es 5 maximal oder 6? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube irgendwie 5 oder 6 waren es. Die sind noch offen, da kommen neue Fahrzeuge hinzu, es kommen dann SUVs oder so weiter hinzu, wenn ich das alles ein bisschen andersrum, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann auch Nagelbänder und so Zeugs. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das alles kommt. Straßensperren und so weiter kommen, glaube ich, bei Fahndungsstufe 3? 3, glaube ich, war es, ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir werden auch auf jeden Fall Verfolgungsjagden haben, die in den höheren Bereich gehen werden. Auch questtechnisch hier. Aber wenn wir noch funtechnisch machen. Oh, hier ist ein Tauge. Okay, ein bisschen quer geht ja doch. Das Driftreifen. Nur die Driftreifen allein schon so viel Unterschied machen. Ich habe am Handling nichts umgestellt. Allein die Driftreifen habe ich jetzt draufgezogen. Also von Grip auf Driftreifen habe ich jetzt umgesattelt. Okay. Zu spät angesetzt sind wir. Wir versuchen es einfach. Wenn wir es nicht schaffen, tun wir uns ein Lancer Evolution. Was war jetzt gerade los? Tun wir uns ein Lancer Evolution und versuchen wir es nochmal. Ich hab Bock, ein Lancer Evolution nach Driften zu bauen. Ich weiß nicht. Auf dem Evo habe ich Bock. Ich weiß auch nicht, woanders liegt. Ich soll aber auch irgendwann mal genug Geld zusammen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir im Moment auf dem Kasten haben. Nein, nicht so viel. Aber. Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Okay, war doch nicht so eine gute Idee. Die Haarnadelkurven kriege ich nicht so wirklich hin. Ich teste nochmal mit ein bisschen mehr Einschlag. Ja. Ja, Mano, bitte. Hey, Bro, Lust eine Runde mit uns in den Hits zu rocken? Bin gerade unterwegs, keine Ahnung, wo Amy ist, aber du kommst, okay? Bis später. Wow. Ah, das war schön. Das war schön. Ja, das war schön. Schmeiß die Karre quer, verdammt. Okay, es ist wesentlich schwerer mit einem Grip-Auto zu driften, als mit einem Drift-Auto. War, glaube ich, logisch. Jetzt reden wir schon wieder über Grip und Driften. Mann, das hatten wir doch schon vor mal. So, Manu. Wir versuchen's. Wir versuchen's einfach. Mal gucken, was das so wird. Ich zwinge den Versuch okay, mit Amy und Manny. Ja, ich bin bereit, glaube ich. Hoffe ich. Manu, Amy, bitte nicht vor die Karre. Okay, lass uns mal vorfahren. Was haben wir? 20.000, das ist ja. Das haben wir sogar mit der Karre, glaube ich, durchkriegen. Oder aber nicht. Oh, das war zu viel! Ach, du Scheiße! Oh shit! Wenn man sie mal im Drift hat, die Karre, dann geht's! Aber die Karre in den Drift zu kriegen! Oh! Schrecklich! Echt schrecklich! Schrecklich! Aua! Tut weh! Nee, das werden wir so nicht hinkriegen, glaube ich. Nee. Das wird nix. Es sei denn, es gelingt mir ein Traumtriff. Was ich bezweifle! Ich glaube schon, beschleunige doch! Oh, 5000. Okay. Nee, ich glaube, das Rennen dürfen wir nochmal fahren später. Das war gar nicht mal so schlecht. Hi Manu. Alter Manu! Ich wollte schon schön lang Drift machen, Mann! Ich hätte wahrscheinlich richtig krass Punkte gebracht, wenn ich hier einen schönen langen Drift gemacht hätte. Mann, Manu! Bringt mich gerade komplett aus dem Konzept, verdammt. Kumpel. Manu, wie kommst du hier bitte quer? Verschwinde. Nee, mit dem Auto kannst du das knicken. Nee, mit dem Auto kannst du das knicken. Nee, funktioniert nicht. Das kannst du knicken.
eigentlich ein paar Punkte gebracht. Aber das ist zu wenig. Nee. Nee, mit der Gripkarre kannst du das knicken. Das wird nichts. Obwohl, hier haben wir noch eine Chance. Schöner langer Griff, komm. Aua. Nee. Nee, wird nichts. Nee. Okay, das werden wir nochmal fahren. Irgendwann später, wenn wir uns eine gute Karre gelässt haben. So. Okay. Ist ja auch eine Erkenntnis. Man muss ja auch ein paar Rückschläge einstecken können. Ja, kann man überspringen, danke. Ne, ich bin geknickt. Pfui, war dumm. So, ist ja doch gut auf dem Weg zu Spike, ne? Turbojagd. Nein. Hier, zum Longhorn. So, dann fahren wir mal runter zum Longhorn und gucken mal, was Spike da von uns will. Ne, die Karre kriegst du nicht quer. Du kommst super um die Kurven mit ein paar Slides, aber du kriegst die Karre nicht quer. Was schade ist. Das ist wirklich noch ein Drift-Auto-Tune. Vielleicht wird es ein Lancer Evolution. Ich hab Bock, einen Lancer Evolution aufzubauen. Ich weiß nicht. Der Evo begleitet mich schon durch so viele Spiele. Jetzt bin ich nicht im Rennen. Jetzt geringe mir auf Drifts. Schön. Okay. Ja, es sind ja keine richtigen Drifts. Es sind nur Slides. Die so gut wie keine Punkte bringen in den Driftrennen. Siehst du? Kurz quer und schon weiter. Das ist ja aber auch der Sinn in einem Grip-Auto. Wenn man ein Grip-Auto fährt, will man nicht komplett quer fahren. Obwohl das gar nicht mal so schlecht war gerade. Mann! Egal, wir tun uns ein Driftauto, das nur quer geht. Nur quer, übertrieben quer. Womit man nicht mehr gerade fahren kann. Sowas tun wir uns. Lancer Evolution, hab ich Bock. Oder was anderes, mal gucken. Bei Lancer Evolution wäre gar nicht mal so schlecht, weil der gar nicht mal so teuer ist. Und wir dann mehr in Tuning investieren können. Und ich den möglichst bald kaufen will. Und vielleicht verkaufen wir dann auch den Subaru. Den brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Wieso gelingt mir jetzt so ein Drift? Das war auch die perfekte Kurve. Mann, Manu, Amy. Warum habt ihr nicht hier lang geballert, die Strecke? Seht mal, wie wunderschön die Strecke ist. Alter, mit einem Driftauto könntest du hier komplett durchzimmern quer, ne? Durch diese langen Kurven hier. Könntest du komplett durchzimmern. Also habe ich Bock drauf. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock. Haben wir das schon? Haben wir die schon? Haben wir schon, okay. Sorry. Wir halten fest, Supra für Drift komplett ungeeignet, aber für den Rest geil. So. Wir werden auch den Supra auf jeden Fall noch weiter aufbauen. Der ist ja leistungstechnisch noch lange nicht am Maximum, wo ich ihn haben will. Wir werden den Supra auf jeden Fall. Ist das eine Kopfkarre? Ne, ist ein Spieler, okay. War das eine Lichthupe? Kann ich auch eine Lichthupe machen irgendwie? Ich weiß nicht. Egal, lassen wir es einfach mal so stehen. Wir werden auf jeden Fall den Supra noch wesentlich weiter aufbauen. So, Longhorn, hi. Immobilie betreten, danke. So, Spike, was gibt es denn? Billards. Ach, das ist das Longhorn. Gehen wir Billards spielen? Ja, gehen wir. Wahnsinn! Yo, hey Mann! Alles was gut? Für ein Dicker? Ich erzähl dir jetzt was über Magnus Walker, okay? Dieser Typ verliebt sich in seinen ersten Porsche, als er ungefähr 10 ist, weißt du? Und jetzt hat er diese Sammlung von Wahnsinns-Porsches mit ganz neuem Style. Ihm gehört sogar diese gottverdammte Brücke, ja. Stell dir das vor, Bro. Spike Bridge, verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach. Mann, alles zu wissen über den Ort, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht. Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fange gerade erst an. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir es wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis. Dann muss er zu uns kommen. So. Jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Kümmer dich um ihn. Lass gut sein, Robin. Alles klar. Alles klar, okay. Er ist ein bisschen um Magnus Walker verrückt, aber ich auch. Ich finde, Magnus Walker ist einer der geilsten Ikonen im Spiel. Magnus fucking Walker. Ist doch geil. Ich liebe diesen alten, faltigen Mann. Diesen extremen Porsche-Sammler. Also wer Magnus Walker nicht kennt, auf jeden Fall mal googeln. Das ist auf jeden Fall nennenswert. So, wir warten anscheinend auf einen Anruf von Spike.
Währenddessen könnten wir... Was könnten wir denn? Wir haben ja... Triff die Gang im Diner. Wir sollen die Outlaw treffen. Die Outlaw sollen wir treffen. Ja, gerne doch. Ich meine, wenn die Outlaw uns schon da haben wollen, die Outlaw, dann lassen wir doch nicht auf uns warten. Komm hin da. So, dann fahren wir in dieser Folge noch dahin und dann werden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen die Outlaw-Quest ein bisschen weitermachen, würde ich sagen, oder? Und ich bin mir fast ziemlich sicher, fast 100%, dass wir da Trevor verfinden werden. Also nicht Trevor, was rede ich denn? Travis. Travis. Den guten alten Schatten unserer Gang, unserer Crew, der ein bisschen so im Hintergrund agiert und vielleicht doch ein bisschen mehr mit den Outlaw gemein hat, wie Aua zugeben will. Rayon, hör auf zu schwafeln, guck auf die Karte, verdammt. Oh, da haben wir eine schöne lange Kurve. Wetten, da kriege ich einen guten Drift hin. Alter, was ist das denn? Ein Traumdrift! Was war das denn? Danach ein bisschen... Okay, geil. Sowas hätte ich im Rennen vorher gebraucht. Das hätte 10.000 gegeben, aber Minimum. Wie geil war das denn? Schön. Okay. Also ja, okay. Die Karre geht ja richtig ab. Mann, das war geil. Den kompletten Zirkel hoch. Und zwar quer. Das war geil. Schön. Mann. Geil. Shit. Was war denn mit dem Navi gerade los? Zuerst geradeaus und dann ging es quer rüber, oder wie? Verarsch mich nicht. Er hat mich gerade angerufen. Mann, ich war gerade so auf der Höhe. Ich war gerade komplett high. Wer hat uns da denn gerade angerufen? Ne? Nachrichten. Triff die Gang im Diner. Ich weiß aber, wer hat uns denn gerade angerufen? Spike? Hey, yo. Ich hab nachgedacht, okay? Hallo? Muss ich im Handy bleiben, damit er das weiterlabert? Ernsthaft? Hey, yo. Okay, dann mach mal. Ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist kein Superman, stimmt's? Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Paar Rennen gewinnen, die Straßen kennenlernen. Nur dann sind wir wie er, oder? Ich halte dich auf dem Laufenden. Das hätte es mir jetzt nicht so sagen können. Ich meine, ich hatte uns ja, glaube ich, angerufen. So. Jetzt sind wir mal den Super ein bisschen weiter hoch. Die geile Raubkatze hier. Obwohl, die Raubkatze ist ja eigentlich Jaguar, ne? Dort selber, das ist unsere geile Raubkatzen-Diva. Mann, geil! Hier ist was Neues. Ein Vorderpoint. Diesmal ist auch die Karre drauf. Auch schönes Detail. Ist auch nicht immer der Fall. So. Wir haben auch einen Donut. Mann! Nee, der Donut ist auf der anderen Seite. Oder kommen wir darüber? Nee, kommen wir nicht. Okay. Dann lassen wir den Donut mal liegen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann noch alle Donuts holen. Aber die Story geht noch so extrem lange. Okay, so extrem lange ist es gar nicht, aber. Tendenziell für eine Racing-Story, also eine Racing-Kampagne in einem Arcade-Racing-Game. Wie oft habe ich denn gerade Racing in diesem Satz gesagt? Egal. Für dieses Etablissement an Spielen ist eine so lange Kampagne doch ganz lohnenswert. Das hat man nicht immer. In einem Racing-Spiel ist es ja auch mal ganz geil, überhaupt eine Kampagne zu haben. Ist auch nicht immer der Fall. Was ich mir geil finde im Game. Aua! Okay, ich krieg wieder keinen Drift hin, das ist wieder zu lang gezogen, das kriegt man nur mit der Driftkarre hin. Die kurzen Kurven. Nicht die ganz krassen Handeln, guck mal, die kurzen Kurven kriegt man ganz gut hin gedriftet, aber das war's dann auch. Man braucht die richtige Kurve, dann kann man driften. Wenn jetzt die bitte, schreibt es nicht in die Kommentare, jo, ich brauche auch einen besseren Fahrer, dann würden die Drifts auch klappen. Pfui, nein! Liegt nicht an mir, also nicht nur, also größtenteils an mir, aber nicht nur an mir, also, okay, lassen wir das. So. Wie viel Auto ich in diesem Spiel schon zu Klump gefahren hätte, wenn das Real Life wäre, ne? Ja, setz es an die Wand. Nein, setz es an die Karre. Ist okay. Danach an die Wand. Hier dreht gerade jemand mit dem Spielball. Das finde ich nicht ganz so sozial. So. Wir müssen zum Diner. Um uns mit der Gang zu treffen. Mit der Gang. Mit der Outlaw Gang. Mit der Kriminalisten Gang. So, und davon sind wir schon. So, Leute, bevor wir uns mit dem Outlaws treffen, um unser weiteres Vorgehen in dieser kriminellen Machenschaft hier zu besprechen, machen wir hier einen kleinen Cut
Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 16 Uhr in der nächsten Folge von Need for Speed wieder. Schreibt auf jeden Fall ein nettes Kommi, Anregungen, Kritik, alles unten rein, bis es läuft. Und lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung da. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed. Tschüss!